Heute dreht sich alles um deine Gelenke. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute kläre ich dich auf, was du tun kannst, was die Ursachen sind und vor allen Dingen alles kompakt für dich. Jetzt Osteoarthritis, die häufigste Art von Arthritis, ja, ist eine chronische, schmerzhafte, entzündliche Erkrankung des Bewegungsapparats, die bei jedem Vierten im Laufe des Lebens auftreten und später zu Funktionseinschränkungen führt. Ja, auch wenn es keine Heilung gibt, kombiniert die derzeitige Behandlung, ja, der Osteoarthritis nicht pharmakologische, unpharmakologische Maßnahmen und beinhaltet häufig kostspielige Gelenkersatzverfahren. Ja. Nicht-steroidale Entzündungshemmer können zu gastrointestinalen Nebenwirkungen führen und wirksame, sichere Alternativen könnten Millionen von Patienten zugutekommen. Ja? Daher, Nutrazeutika sind aufgrund ihres Sicherheitsprofils und ihrer potenziellen Wirksamkeit gute Kandidaten für die Behandlung von Gelenkentzündungen. Das sind Lebensmittel mit einem sehr hohen Potenzial für die menschliche Gesundheit, zum Beispiel Beerenfrüchte. Hier eine interessante klinische, randomisierte Crossover-Studie mit randomisierten Probanden dementsprechend, wie gesagt, Risikogruppen mit Knieentzündungen sowie den Konsum von Erdbeeren. Crossover bedeutet, dass die Gruppe zufällig aufgeteilt wurde und dann später die Gruppen dementsprechend getauscht worden sind. Das heißt, die vorher die Erdbeere bekommen haben, haben dann später nicht die Erdbeere bekommen und die nicht die Erdbeere bekommen haben, haben später die Erdbeere bekommen. Die Gruppen wurden nochmal getauscht, um dann wirklich auszuschließen, dass es wirklich nur bei den Menschen so vorkam. Ja? Dann wurde nochmal 2 Wochen dazwischen Pause gemacht natürlich. So, das ist das Studiendesign. Diese bekamen ca. 50 Gramm Erdbeerpulver. Das würde dann ca. in Früchten so 450 Gramm bis 500 Gramm am Tag ausmachen. Eher so 450 Gramm, ja. Fragebögen zur Messung der intermittierenden und konstanten Arthrose-Schmerzes, das heißt ICOAP-Wert, ja, fand in Fragebögen statt zur Beurteilung, ja, und dann ebenfalls noch der Gesundheitsfragebogen wurde ebenfalls festgehalten, ja, bezogen auf die Behinderung des Menschen, die erfahren im Alltag, ja, das ist der HAQDI, ja, Wert. Des Weiteren, um es weniger subjektiv zu machen, wurde ebenfalls die Entzündungsparameter genommen, das heißt im Blut, ja, das sind Interleukine, ja, das heißt Botenstoffe, die Entzündungsmediatoren oder MM3, ja, Metalloproteinase 3, ein Enzym, welches die extrazelluläre Matrix auflöst und dazu zählt auch Kollagen oder auch Zahnschmelz. Ja. Das ist natürlich sehr wichtig zu messen, inwieweit hier das Kollagen auch aufgelöst wird, denn das ist natürlich sehr wichtig für die Gelenke. Die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen. Statistisch signifikant wurde die Entzündungsparameter, ja, IL-6 sowie IL-1 dementsprechend, ja, Beta, gesenkt und ebenfalls die Metalloproteinase 3 ebenfalls statistisch signifikant gesenkt. Mega, ja. Aber auch die Arthrose-Schmerz und die Behinderung im Alltag, ja, der Gesundheit dementsprechend verbesserte sich statistisch signifikant, ja, 450 Gramm Erdbeeren. Hey, diese Studie war leider sehr, sehr klein, aber dafür, dass Erdbeeren keine Nebenwirkungen haben, das Studiendesign natürlich auch so verfabelhaft war hier, es war wirklich Crossover, ist natürlich mega immer, ja, als Studiendesign, ist es sicherlich ein Versuch wert, ja, bei dem guten Studiendesign, ja, lecker, gesund, ja, sollte man definitiv mal probieren. Bio-Erdbeeren ist sehr, sehr entscheidend, denn zuletzt wurden auf Nicht-Bio-Erdbeeren 9 verschiedene Pestizide gefunden. Ja? Wo gibt es denn die Studien, wie diese 9 verschiedenen Pestizide in Wechselwirkung treten? Was gibt es denn da noch so zu entdecken halt? Ja? Das finde ich immer ganz, ganz brisant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem lasse ich davon definitiv meine Finger weg. Und die vom Feld zum Selbstpflücken sind definitiv auch gespritzt in den meisten Fällen. Ihr solltet auch bei Nahrungsergänzungsmitteln immer darauf achten und euren Anbieter immer kontaktieren nach einem Analysezertifikat aus einem unabhängigen Labor mit Unterschrift, ja, des Laborleiters in Bezug auf Schwermetalle, Erreger, Pestizide und vor allem Ethylenoxid aus dem neuesten. Das bekommt ihr definitiv immer bei den Produkten bei Purazell. Ja. Ganz, ganz wichtig, kann ich euch wirklich sehr, sehr, sehr stark ans Herz legen. Ja. Viele machen sich durch die Einnahme oft noch kränker und zahlen dafür noch dafür Geld, also dem Verkäufer halt, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber zurück zum Thema. Auch Allgemeinbeeren, ja, sehen wir auch zum Beispiel Heidelbeeren, ja, und einer Goldstandardstudie. Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass der tägliche Verzehr von ganzen Blaubeeren, ja, Schmerzen, Steifheit, ja, und die Schwierigkeit bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten verringern und gleichzeitig die, ja, Gangleistung verbessern kann, ja, sodass sie die Lebensqualität von den Personen auch, ja, symptomatisch schon Kniearthrose quasi verbessern konnte, ja. Und das ist sehr, sehr schön hier zu lesen halt, ja, dass Beeren wohl allgemein sehr gut wirken, ja. Ein weiteres Lebensmittel, wenn eine Goldstandardstudie untersucht, ja, bezüglich genau diesem Sachverhalten, das sind Cranberries, ja. Es wurde hier die Krankheitsaktivitätsstatus quasi gemessen, ja, und genau genommen wichtig auch Autoantikörper, ja, die sich gegen das eigene Bindegewebe richten, ja. Und sie heißen auch Anti-CCP, werden sie genannt, ja.
und damit für Arthrose als Indikator gelten. Ja, gemessen wurden diese in der Cranberry-Gruppe mit einer statistisch signifikanten Senkung. Ja, sehr, sehr schön. Das heißt, weniger Immunzellen richten sich gegen den Körper, gegen den eigenen Körper. Es gibt auch eine andere Studie noch zu Gewürzen, ja, wo es sich lohnt, mal reinzuschauen und diese definitiv auch zu essen. Ja. Hier gab es eine Goldstandard-Studie, also eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Ja. Hier wurde der Arzneistoff Naproxen gegeben und die Kombination aus Pfeffer, Kurkuma und Ingwer gemessen wurde, ja, auf die Entzündungsmediatoren PGE2. Und das ist das Prostaglandin E2, ja, welches die Durchblutung und vor allem den Schmerz verstärkt. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel, wirken diese stark, ja, und diese sind nicht zu unterscheiden mit der Wirkung vom Naproxen, von dem Arzneistoff. Ja? Denn den Ergebnissen dieser Studie zufolge kann die tägliche Einnahme von Kurkuma, Kurkuma-Extrakt, Schwarz, Pfeffer oder auch Ingwer, ja, über den Monat, ja, zu einer Verbesserung der Entzündungen bei Patienten mit chronischen Kniearthrose führen. Ja? Ähnlich die Wirkung von Naproxen-Kapseln. Ja? Die so zubereitete pflanzliche Formulierung mit geringen Nebenwirkungen kann als sichere Alternative zu chemischen Arzneimitteln verabreicht werden. Ja? Und das ist sehr, sehr schön natürlich auch hier. Wie man merkt, sind es fast immer pflanzliche Lebensmittel, die die Entzündungen nach unten regulieren. Da ist es ratsam, sich pflanzenbasiert zu ernähren mit ausreichend Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA. Denn ein Überschuss an Omega-6-Fettsäuren, die den gleichen Enzymkomplex nutzen, zum Beispiel Delta-6-Desaturase, führen immer zu Entzündungen. Da gerade dort ist es wichtig, ja, auch auf Analysen zu achten, und ob es laborgeprüft ist dementsprechend halt, ja, euer Algenöl dementsprechend, was ihr konsumiert, oder euer Fischöl, denn diese akkumulieren sehr, sehr gerne Schwermetalle, habe ich vor kurzem auch im Video schon mal erklärt. Kurkumin wird übrigens 44 mal so stark, wenn man es liposomal verabreicht, dazu eine Studie hier von uns, verlinke ich euch sehr gerne mal hier. Meiden sollte man vor allem stark erhitzte Produkte wie gegrilltes Fleisch, frittiertes und so weiter, diese führen zur Bildung von Transfettsäuren und diese stärken natürlich noch weiter die Entzündung und fördern diese auch, ne? Ebenfalls gehören dazu auch geröstete Nüsse tatsächlich, ja, ich will kein Spielverderber sein, aber diese führen ebenfalls viele Transfettsäuren in sich und auch AGEs, die Entzündungen dann dementsprechend führen, denn geröstete Nüsse sind keine gesundheitsförderlichen Lebensmittel, sondern gesundheitsschädliche Nüsse. Achtet immer, 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 habe ich schon immer gesagt, ich glaube schon, auf Rohkostqualität dabei, ja. So. Diese können aber auch im Körper selbst entstehen, ja, wenn man zum Beispiel sehr viel Eiweiß und Zucker konsumiert allgemein, ja, zum Beispiel bei einem Burger mit Cola und einem Milchshake dazu oder sowas, ja, denn diese entstehen, wenn Aminosäuren und dementsprechend Aminosäuren allgemein verzuckert werden, dann entstehen diese AGEs, von denen ich auch gerade geredet habe, ja. So, und wenn man dann eben diese ganzen frittierten Sachen isst, ja, und diese hoch erhitzten Sachen halt, ja, und das dann noch mischt mit Zucker halt, ja, dann und viel Protein einfach noch und gegrilltes Fleisch und solche Sachen halt, ja, dann entsteht es auch bei uns im Blut tatsächlich halt. Oder auch wenn du hohe Blutzuckerwerte hast natürlich auch, ne? So, und dann noch sich sehr proteinreich natürlich dazu zum Beispiel nochmal ernährst, dann kann das auch zu Schwierigkeiten führen, ja. Da sollte man eher auf Garen setzen, mit Wasser, ja, zurückgreifen und viel Gemüse essen, weniger Obst, denn unreifes Obst, ja, ist nicht unbedingt förderlich und ist leider an der Tagesordnung, denn dazu würde ich dann eher konsumieren sowas wie Beerenfrüchte, gefroren, denn die können das ab. Die leben auch meistens in diesen Gebieten, wo Frost da ist und alle Antioxidantien sind quasi noch trotzdem noch enthalten. Und damit sollte man eher darauf achten. Was sehr, sehr entscheidend ist, ist ebenfalls Gluten. Ja? Viele Menschen reagieren darauf oder auch Milchprodukte. Viele Menschen akkumulieren dadurch auch Entzündungen bei sich im Körper. Ja? Wenn man unbedingt Milchprodukte essen möchte, sollte man eher auf Ziegenprodukte zurückgreifen. Ja, mal anderes Casein, anderes Milchprotein. Und das können manche Menschen dann besser verstoffwechseln. Ja, Gluten würde ich eigentlich immer meiden. Dazu habe ich viele Videos gemacht halt. Ja, da gibt es bessere Alternativen, zum Beispiel sowas wie Kartoffeln oder sowas wie Quinoa oder sowas wie Buchweizen und so weiter und so fort. Ja. Auch sehr wichtig ist, Süßkartoffeln vor Kartoffeln zu konsumieren halt. Ja, denn diese haben noch sehr viele Antioxidantien wie Carotinoide. Das heißt, farbenreich essen auf jeden Fall. Ja, so. Wer zum Beispiel auch noch Milchproduktersatz haben, es gibt ja sehr viel, zum Beispiel Soja oder sowas, halt Mandel, Kokos und so weiter halt, ja. Das war's soweit. Ich denke, das sind genug Tipps und ich denke, ich kann euch wieder helfen, leckere Lebensmittel zu konsumieren, die euch natürlich auch noch helfen. Unterstützen könnt ihr mich auf purazell.de für meine kostenlose Arbeit. Da gibt es sehr tolle Sachen, die ich kreiert habe. Bis gleich auf purazell.de und alles Gute deiner Gesundheit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.